Als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation streitet Medico International seit Jahrzehnten mit Partnern im globalen Süden für soziale Gerechtigkeit und für Teilhabe. Das bestimmt auch unsere Perspektive auf TTIP, CETA und so weiter. Freihandels- und Investitionsschutzabkommen haben direkte Auswirkungen darauf, wie Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Der Schutz der Menschen vor Unternehmen, ihren Produkten und ihren Praxen wird mit Freihandelsabkommen schwieriger. Die westlichen Industriestaaten drängen die sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländer seit Jahrzehnten zum Abbau von Handelshemmnissen. Zahlreiche multi- und bilaterale Abkommen haben die Rechte von Investoren erweitert und den Druck auf Regionen und Staaten dramatisch verschärft. Ziel ist die ungehinderte Aneignung von Bodenschätzen, der Export von Waren aus Deutschland, aus Europa, aus allen Industrienationen. Kollateralschäden werden dabei billigend in Kauf genommen. Zum Beispiel die massenhafte Enteignung und Vertreibung, um sich die Rohstoffe anzueignen. Zum Beispiel die Zerstörung lokaler Märkte, weil die kleinbäuerliche Landwirtschaft dem Konkurrenzdruck nicht standhalten kann. Zum Beispiel die Gefährdung der Gesundheit durch billige und ungesunde Lebensmittel, die frische und lokale Produkte verdrängen. Zum Beispiel, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der erzwungene Rückgang von Staatseinnahmen aus Abgaben und Steuern, die den betroffenen Ländern für Investitionen in die öffentliche Versorgung fehlen. Währenddessen redet die Bundesregierung vom Kampf gegen Fluchtursachen. Aber der Abbau von Handelshemmnissen verschärft die Abhängigkeit der rohstoffreichen Länder im globalen Süden. Den Menschen bleibt oft nur die Flucht. Freihandelsabkommen zementieren die Arbeitsteilung, wonach diese Länder ihre Bodenschätze zu nachteiligen Bedingungen unverarbeitet exportieren. Der Großteil der Verarbeitung und damit der Wertschöpfung fließt in die Länder des Nordens. Zu Recht wird bei TTIP darüber geklagt, wie insbesondere die Schiedsgerichte zur Verhandlung von Investor-Staatsklagen unsere Demokratie aushöhlen. Unbeachtet bleibt aber oft, dass deutsche Unternehmen seit Jahrzehnten gegenüber anderen Staaten zu diesem Mittel greifen. Die Europäische Union hat sich verbindlich verpflichtet, die Menschenrechte auch in ihrer auswärtigen Politik zu fördern und zu achten. Im Widerspruch dazu steht gleichzeitig das Ziel im Mittelpunkt, die Gewinne europäischer Unternehmen im Ausland zu erhöhen. Dafür hat die Europäische Union bereits 30 Handels- und Investitionsabkommen abgeschlossen. Über weitere 27 Verträge wird aktuell verhandelt. Zwar enthalten die meisten Abkommen auch Menschenrechtsklauseln, oft aber bloß in der Präambel. Die Schiedsgerichte kommen dann in den richtigen Paragraphen. Dass TTIP verhindert werden kann, scheint inzwischen nicht unwahrscheinlich. Auf dem Weg zu einem gerechten Welthandel ist das aber nur ein kleiner Schritt. Die wesentlichen Einflussfaktoren für Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen sind nicht mehr allein auf nationaler Ebene steuer- und beeinflussbar. Globales Handeln ist nötig. Die marktradikale Politik, die in den letzten Jahrzehnten von Regierungen aller Couleur betrieben wurde, hat keine Zukunft mehr. Stattdessen braucht es Alternativen für eine Wirtschafts- und Handelspolitik im öffentlichen Interesse und nicht im Interesse weniger. Ob das mit dem Kapitalismus vereinbar ist, eher unwahrscheinlich. Vielen Dank.